Leute, was gibt's für uns? Dann herzlich willkommen zu einer weiteren Food Draft Challenge hier auf dem Squad Channel. Wir sind direkt drin im Draft. Es gibt übertrieben geile Topskarten inzwischen, die man bekommen kann und die uns helfen werden, ein richtig geiles Draft mit übertrieben hohen Rating zu bauen. Das ist unser Ziel. Ihr wisst Bescheid, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und die Captain-Auswahl ist schon mal nicht verkehrt. Ich habe im Sturm die Hoffnung, dass wir was über 93 kriegen könnten. Dementsprechend gehe ich tatsächlich mit dem ZM als erstes, weil da ist das gar nicht mal so sicher. Zidane, okay. Und was sagt der Letzte? Er sagt auch noch mal, oder sie. Ja, wir gehen mit ihr. Sie sagt auch noch mal eine 90. 90, 92, 96 ist ein guter Average. Was halt immer brennt, ist die Innenverteidigung. Ihr wisst selber. Dementsprechend gehen wir da einmal rein und gehen dann direkt in die Reserve. Oh, Roberto Carlos ist schon mal gut. Linksverteidiger ist damit safe. Hier kriegen wir auch keinen besseren. Ist aber auch vollkommen in Ordnung. Roberto Carlos ist da. Wir brauchen ein paar mehr Totskarten, das ist ein bisschen geizig. Wobei, oh nee, Digga, dann nehme ich natürlich den Toti. Aber 94er Di Maria wäre auch gar nicht verkehrt gewesen. Bro, oh, oh ja, Käuf, passt, 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 passt. Guck mal, wie krass die alle sind. Und jetzt mächtiger Tots vorne drin. 96! Ja, Mann, und ich hatte vorhin recht. Und sieht sogar direkt auf volle Chemie. Wie strong, ey, wie strong. Das kann was werden, ey. In Verteidigung jetzt bitte nicht komplett reinschoken. Gut, und auch direkt volle Chemie. Ey, diese Potskarten, die direkt Chemie farmen, die sind auch so big. Was kann man denn hier jetzt schon für ein Rating rausholen? Nein, es darf nur nicht am Ende am Keeper scheitern. 92er Rating, nur nach der Startelf mit ein paar Positionen, die man so easy austauschen kann. Und noch einigen Bängern, die noch kommen werden. Zack, Rice, 96, rein. Juhu, 94, rein. Damit haben wir ein 93er Rating. Wir haben ein 93er Rating jetzt. Wir brauchen Innenverteidigung, Rechtsverteidigung, Torwart. Torwart! Torhüterin und auch von Man City. Das heißt, sie ist auch direkt full cam, gar nicht viel reden. Natürlich wird sie mitgenommen, warte mal. Nein, wir gehen noch nicht auf eine 94. Eine Innenverteidigerkarte, die gerade auslaufen kann und wir sind auf ein 94er Rating. Boah, stattdessen kriegen wir Frimpong! Warte mal, der auch Weltklasse ist. Bro, was ist das für ein Top-Top-Top-Draft? Volle Chemie, 94er Rating. Was zur Hölle, Mann? Was zur Hölle? 94er Rating haben wir dran stehen. Ich sag das sogar nicht weit entfernt von der 95. Also wenn wir hier statt unter Mandy ein 93er hätten, dann wäre es ein 95er Rating. Wow, wow. Das ist mit Abstand mein bestes Draft bisher in diesem FIFA. Die Totskarten carryen halt schon. Man kann sehr, sehr geile Sachen mit denen veranstalten. Oh, er wird nicht Innenverteidiger können, leider. Das ist halt das Einzige, was jetzt ein bisschen kritisch werden kann. Die Innenverteidigerposition. Ich gucke jetzt schon mal bitte irgendwas. Nein, das ist... Nein! Rechts, links, rechts, links, rechts. Keiner kann innen. Einfach keiner kann innen. Roberto Carlos auch nicht. Hier kann keiner Innenverteidiger. Die Hullet-Version auch nicht. Nein, nein, nein. Okay, wir gucken direkt rein. Bitte. Ja, passt. Boah, warte mal. Double Roberto Carlos könnten wir heute machen. Double Roberto Carlos, aber es gibt keine andere Möglichkeit, hier als Bremer zu nehmen, weil einfach die Startelf-Upgrade so extrem wichtig ist. Dann machen wir nochmal die Rotation und wir sind ganz gediegen immer noch auf der 94. Ganz locker sogar. Das ist crazy. Eine 93 wird es mindestens im Schlaf sogar jetzt. Bleibt es vielleicht sogar die 94? Das ist keine gute Wahl. Wir bleiben sogar noch drauf. Wir haben noch Sachen zum Tauschen. Jetzt muss aber wieder was Gutes kommen. Jetzt rutschen wir runter und jetzt rutschen wir wieder hoch. Also wir brauchen jetzt wirklich zwei solide Spieler. Wir brauchen zwei gute Spieler, bitte. Nein! Nein, die Animation hat es schon verraten. Warte mal, aber wenn wir Jordi Alba dahin tun... Nein, wir brauchen jetzt einen Keeper mit einer 95. Alisson Toti. Ich sag Alisson Toti und dann haben wir es. Nicht Alisson Toti und dann haben wir leider nur das... Ja, was heißt nur? 93er Rating ist ja im Moment, glaube ich, noch das höchste. Vielleicht kommt er sogar. Nein, 92 nur. Das heißt, wir können sogar in der Startelf upgraden. Da reicht es aber chemietechnisch nicht mehr ganz. Ah, ist das bitter, ist das bitter. Hätten wir nicht so kämpfen müssen hier mit Bremer, um den in die Startelf zu tun. Hätten wir stattdessen Roberto Carlos nehmen können, hätten wir 5 höher. Aber dann wäre halt sie in der Startelf, so ist ja gar nichts gebracht. Ah, unlucky, unlucky, unlucky. Aber sehr, sehr geiles Draft. Ich gehe einfach auf die sichere volle Chemie. Und dann haben wir hier
33 Rating, 33 Chemie. Also ihr merkt, jetzt zur Totzzeit kann man übertrieben geile Sachen bauen. Man kann, man muss nicht. Das war schon wirklich sehr lucky. Wir machen aber trotzdem noch einen weiteren Versuch. 126 ist grandios. Das war mein bestes Draft bisher in dem FIFA. Aber vielleicht kriegen wir es auch noch besser hin. Also, wir gehen rein für Coins. Das Ding ist eigentlich, hat eben schon alles gepasst. Perfekte Formation, perfekte Spiele, alles drum und dran. Aber irgendwie, irgendwie mit ganz viel Glück. Wer weiß, können wir das vielleicht nochmal toppen. Wir haben weder Flügel noch Mittelstürmer in irgendeiner dieser Formationen. Das ist Krach. Das ist wirklich großer Krach. Dann nehme ich die 4-2-2-2 und hoffe einfach, dass die Spieler trotzdem fresh werden. Rivaldo schon mal für mich. Ein Hand für die Bank. So. Hier so ein köstlicher Spieler wäre nice. Okay. Fataler Start. 93 ist auch schlechter als eben. Also bisher sind wir auf jeder Position schlechter als eben. Auch auf der. Das zeigt aber nochmal, so, das eben war schon wirklich ein lucky Draft. Man kriegt nicht in jedem Draft die Karten so hinterhergeschmissen, wie wir sie eben hatten. Sondern das war schon gut eben. Das war schon wirklich sehr gut. Ich guck mal, was wir hier rausholen können. Aber ich sag so, ich glaube, im direkten Vergleich erst recht, wir haben keine einzige Position gerade besser besetzt als eben. Das Einzige, was hier besser sein könnte jetzt, ist, dass wir direkt zwei spielbare Innenverteidiger haben. Genau das ist auch der Fall. Ich nehme auch einfach Süle rein. Chemie kriegen wir gleich noch irgendwie. Wir müssen erstmal auf Rating gucken. Ohne Butler ist auch wild. Also auch besser als das, was wir rechts hatten eben tatsächlich. Und tun wir den einfach mal rein. Was haben wir? 90er Rating nach der Startelf. Aber halt auch noch Non-Rares und so, die easy auszutauschen sind. ZOM Pulisic. Boah, Serie A. Schwer einzubauen. England, Premier League. Okay, vielleicht muss ich ein bisschen langsam auf Chemie achten. Sonst wäre das hier gar nichts. Plus 4. Macht die Chemie auf jeden Fall nochmal fix voll. Bissek! Als Deutscher aus der Serie A auch noch. Hat Connection zum Keeper dann auch. Hat das beste Rating hier so mitnehmen, so oder so. Die Frage ist, für wen ich ihn reinstelle. Ah, das hat nichts gebracht. Oh, Rice ist wieder da. Rice, und er kann ZDM. Und er hat auf jeden Fall volle Chemie. Und er hilft auch Van Dijk noch ein bisschen, hat das beste Rating. Ah, doch nicht volle Chemie. Aber wie gesagt, wir werden das schon noch hinkriegen. Wir können Rivaldo gleich noch in die Startelf tun. Wir können Eusebio und Sturm tun. So, das macht schon mal jetzt viel. Zack, plus 2. Wobei, das ist wahrscheinlich nicht mal ein Vorteil. Oder doch, ein plus 1 ist das, wenn wir Rivaldo reinmachen. Dann müssen wir hinten noch ein bisschen gucken. Das tun wir. 92er Rating. Guck mal, sogar bei so einem Drecksdraft arbeiten wir uns hoch. Er kann ZOM und ST. Beides wird absolut nicht benötigt hier. Aber die anderen werden auch alle nicht benötigt, deswegen passt. Verteidigung oder halt im Mittelfeld irgendwas, was die Verteidiger linkt. Elliot einfach mal mitnehmen. Ah, Bundesliga und Kroatien, schwierig, schwierig, ehrlich. Dann haben wir hier einen Niederländer aus der Serie A, das könnte chemietechnisch halt richtig big sein. Könnte echt sogar ziemlich stark sein. Franzose aus der Französischen ist jetzt nicht das Wahre. Können wir da gucken, Serie A, ich brauche sogar noch einen weiteren aus der Serie A. Aber vom Prinzip her, sind wir jetzt schon ziemlich nah an voller Chemie dran. Oh, Rice, warte mal, Rice ist jetzt der Einzige, bei dem es noch kracht. Das kriegen wir auch hin. Ginola, ZOM, er ist aus der Premier League. Ja, guck mal. Irgendwie kriegt man das Rating am Ende des Tages zusammen. Egal, wie schlecht man es macht die ganze Zeit, egal, wie sehr man schwitzt. Kriegen wir auch 92? Ne, wir haben nur ein 91er Rating. Also im direkten Vergleich war es echt jetzt ein deutlich schlechteres Draft, aber... Warte mal, Cafu wird jetzt aber nicht reincarryen, oder? Warte mal. Nee, wer wäre es nicht voll? Bissek ist jetzt nicht voll. Wir müssen aber, glaube ich, spekulieren, denn dass ich einen deutschen Manager bekomme. Das ist, glaube ich, das, worauf wir gehen müssen. Oder wir scheißen auf den deutschen Manager. Machen es so und hoffen, dass jetzt hier einfach ein Ersatzkeeper-Qualität Yashin kommt. Oder zumindest, hallo, ein bisschen irgendwas. Hallo, irgendwas. Nein. Hier, warte, wir haben eine 87, hier reicht es. Ja! Das Draft ist einfach viel schlechter als eben. Trotzdem sogar eine 125. Also das ist jetzt mit den Tots-Karten echt, ja, solange man nicht die Chemie auf unglaubliche Art und Weise choked oder irgendwie Quatsch macht oder so, dann kriegt man nur 125 schon hin, selbst wenn es, ja, nicht die geilste Formation ist, nicht die geilsten Spieler sind, alles drum und dran. Man hat es ja jetzt hier auch gesehen. Das nimmt man auf jeden Fall mit. Also das Team an sich ist cool. So von der Spielbarkeit her mit Ginola, Neymar, Kaká, alle welche, die skillen können. Hinten Maschinen, also man wird da safe das Draft mit gewinnen. Aber halt so für die Challenge, beste Team der Welt bauen, so ist es jetzt nicht das Krasseste. Da war das davor besser, aber trotzdem waren es zwei gute Drafts. Und auf dem, was hier vor war, können wir uns ja eh so ein bisschen ausruhen. Also das war schon...
Das war schon gut. So, das war's dann von diesem Video. Wie gesagt, abonniert gerne den Squad-Kanal hier. Jeder Abo ist mit einem Klick und kostenlos gemacht. Und schon verpasst ihr keinen coolen Content mehr von Heisen Wakes und mir. Ich bin raus, macht's gut, bis dann. Ciao.